So, ihr lieben Menschen da draußen, das war eine erfolgreiche Folge eben gerade. So, was ist jetzt der Plan? Ah, da hinten sollten wir hin. Aber ich möchte gerne noch ein paar Schoner angreifen. Ach, scheiße, ich bin auch in den Raum. Und auf den Grund. Ne, das war ja was. Sie bricht auseinander. Ein Wrack mehr. Ups, wir haben, glaube ich, gerade ein Piratenschiff versenkt. Boah, Alter, was ist los? Wir haben Nebel. Vorsicht segeln. Wo geht's denn jetzt gerade hin? So. Was ist das denn? Marinekonvoi. Was ist das? Hauptmission. Da wollte ich sowieso gerade hin. Okay. Was denn mit Marine? Was haben wir hier? Lass uns gucken. Ist die, die wir besiegt haben? Nein, nein. Doch, die ist auch die besiegte. Die haben wir da zurückgelassen, okay. Moment mal, da sind noch Leute auf der Brick. Aber da ist auf jeden Fall... Warten auf dein Zeichen, Captain! Also. Obacht! Jetzt haben wir sie ganz versenkt. Aber ich... Das sah nämlich so aus, als gäbe es hier noch irgendwas zu holen. Gut, dann haben wir das jetzt auf Meeresgrund geschickt, das ist auch gut. Was war das? Haben wir was gesehen? Nee. Gechillt mal segeln, weil es wird, glaube ich, nachts eben gerade gab es Nebel, jetzt wird es nachts. Gut, da hätten wir durch die seichte Stelle segeln können gerade. Aber warum denn? Hatte ich mich hier nicht mit der Fregatte, mit den Jäger angelegt? Weiß ich gar nicht. Da haben wir Beute.
Sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauten. Schauten ist auch gut. Schauen. Ah, okay, das ist hier. Von Steuerbord! Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Das nehmen wir mal alles mit, was? Einmal rum. Zweimal rum. Gebt dem Wind nach! Schau dir das Reden. Zeig was! Halber Wind, Männer! Beruhigt sie! Nicht, dass sie mir Pech auftragen. Da haben wir noch mehr. Backbord, Captain! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Holz. Alle Segel reffen! Alle Segel niederholen! Captain steuert selbst! Vieren und Fahrt aufnehmen! Eissegel an die Schoten! Das noch mehr. Und hinten haben wir. Natürlich ist jetzt weg. Kanonenboot Stufe 1. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Mal gucken. Erbeuten. Gaffensegel lockern! Einholen! Kannst du gleich noch einen Kaffee machen, wenn du Bock hast. Kanonenboot jagen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Ach, warum nicht? Ist einfache Beute. Ist ganz alleine. So viel Segel, wie ihr könnt! Setzt Topf, Rahm und Maßsegel! Backbord! Frachtgut von deinem Wrack, Captain! Metall. Den Grund. Da gehen sie unter. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Alle Segel setzen und starten fest. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Sind bereit, Sir. Hinter dir. Vorsicht, Captain. Seitliche Stimmung. Wie geil die alle schreien, Alter. Yo, heave, go! Heave, heave! Ihr werdet alle zugrunde gehen! Der hat das überlebt? Ich habe sie schon ergeben, das ist schon mal sehr geil eigentlich.
So. Und jetzt fahren wir am Land, so wie wir es gedacht hatten. Wir haben Waren und Beute, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Das ist cool. Alle Segel, Bewegung! Leesegel, wir reiten die Bö! Backbord, Captain! Da treibt Frachtgut, Sir! Teil. Das lassen wir auf gar keinen Fall liegen. Ah, okay, da jetzt sehe ich unser Bekanntheitsgrad da oben. Ah, okay. Oh, das wird eng. Ja, den Schoner musste ich nochmal der angreifen. Es war auch wirklich einfach. Mittlerweile, wenn man gut bewaffnet ist, so wie wir jetzt einfach. Alle außer Großbergen! Haltet kräftig dagegen! Captain im Ruder! Großsegel setzen! Aber irgendwann werden wir uns auch mal mit so einem Jagdschiff auseinandersetzen müssen. Aber ich denke jetzt noch nicht. Da bräuchten wir mehr Kanonen und mehr Panzerung. Glückliche Piratenlieder. Also ist Torgruder oder wie das da heißt, ist tatsächlich dann eine kleine Mini-Pirateninsel, wa? Vielleicht unsere Heimatbase. Ja, das wäre auch geil. Guck mal, wir haben ja auch irgendwie einen Hafenmeister. Captain ist außenbords! Ja. Warte mal. Hier haben wir einen Moment. Andreas Island. Können wir noch mal synchronisieren? Ach so. Ach, wie schön. Hier ist aber ganz schön viel los auf dieser kleinen Insel, ne? Das muss ich ja mal sagen. Dann sammeln wir erstmal alles ein, was? Nur Schatzkarte, alles drum und dran, ey. Ich glaube nicht, dass ich mich hier verstecken muss. Okay.
Oh, jetzt haben wir einen Skelettierten. Der liegt hier so ein bisschen länger. Schatzkarte. Schlupp. Was haben wir denn hier? Das sind die Koordinaten, die immer draufstehen, ne? Okay. Es nebelt wieder. Na, das geht eigentlich. Jede Wette, ich hätte hier vor Anker gehen sollen. Nicht da, wo ich gerade bin, aber ey. Der verkauft Info. Hier haben wir noch eine Flaschenpost. Hä, wieso haben wir hier denn... Was ist denn da los? Was habt ihr hier zu suchen? Stopp, sagt er. Und dann wird er getötet. So. Wer seid ihr? Los, rede! Hallo, ich drück doch schon eben an. Was war das denn gerade? Nix. Nichts weiter. Gut, wir haben noch zwei Thronen. Ich kann hier die Munition nicht plündern. Was soll das denn? Ah, jetzt haben wir es. Wow, das hat sich fett gelohnt, Alter. Habe ich hier gerade einen scheiß Lego angesehen? Da. Treffer. Habe ich den erwischt? Ja, geil. Wow. Es lohnt sich, finde ich. Ja, das finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Ah, da kannst du nicht. Also, er kann an die glättesten Wände hoch, aber hier ist es eine Nummer zu viel. So. Haben wir hier noch? Bestechen. Ah, oh ja, okay, das ist klar. Jetzt haben wir uns wieder freigekauft. Das ist ja geil, ne? Unser Bekanntheitsgrad wieder freigekauft. Das ist schon sehr geil. Ja, schau mal, was du für mich so machen kannst. Schiff reparieren brauchen wir tatsächlich nicht. Kaufen. Dings Upgrades. Brauchen Metall. Was ist denn dieses da? Dieses Zeug hier. Das hier. Ich verstehe es ja irgendwie nicht. Das hätte ich... Oh, wir können stärkere Rammsporen draufbauen. Das ist ja schon mal geil. Machen wir das doch. Das heißt... Okay, das ist ziemlich geil eigentlich. Zwar geht das natürlich auch besser noch, aber... All the best. Und noch something I can assist with? Yes. Aus dem Jack... Ah, okay. Oh, was ist das denn? Ey, das ist ja geil einfach. Scharlachsegeln.
Widder. Ich finde natürlich viel geiler, aber mir fehlt dafür Metall jetzt. Meerjungfrau. Wasserspeier. Oh, das ist geil. Bronzesteuerrad. Man kann die so geil pimpen einfach. Ein Blümsteuerrad. Ein Phönixsteuerrad. Das ist natürlich meins, ne? Auge des Ozeansteuerrad. Segel mit roten Streifen. Zerfetzte Segel finde ich persönlich nicht so gut. Wir sind ja nicht auf der Flying Dutchman. Ledersegel. Och nö. So viel dazu, Flying Dutchman. Das ist natürlich auch sehr geil. Und komm, scroll. Okay, aber erstmal, ne, machen wir mal. Was können wir denn jetzt machen? Gerade noch gar nichts, ne? Außer Schallach und eine Wittergalisionsfigur. Witter ist mein Vater vom Sternzeichen, also vorgedessen, das kann man schon mal machen. Finde ich schon mal gut. Und dann finde ich jetzt auch mit den Dings, mit den Steuerrad, hätte ich beinahe gesagt, Steuerrad, was? Kann ich ein Steuerrad? Ah, das ist aktuell meins, was ich habe, ne? Richtig, genau. Ja, so. Aber die Scharlachsegel. So. Aber warte mal, kaufen. Nochmal, haben wir noch was da? Aus den Dings, Munition. Ne, oh, knallt doch nochmal mit den Türen vielleicht. So, Fracht verkaufen. Zucker verkaufen. Jawohl. Und den Rum verkaufen. Wer will schon freiwillig den Rum verkaufen? Das, den finden wir. So. Ein bisschen aufgehübscht das Ganze jetzt. Most satisfactory. Ja, das meine ich auch. So, ihr guten Leute, das war's auch schon wieder für heute. Macht einen Daumen nach oben da und Abo dalassen, was Nettes in den Kommentaren reinschreiben. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.